So, jetzt mal wieder ein neues Video über die Winterdienstausstattung von Hilltip, beziehungsweise jetzt konkret bei den Hilltip Aufbausteuern. Da gibt es ja das Flüssigkeitssprühsystem und in dem Video möchte ich eben zeigen, wie man eben hier die Sohle selber anmischt, wie man dann eben den Streuer befüllt und was es dann für Ausbringmöglichkeiten gibt. Und eben diese Sohle kann man ja dann eben auch nehmen für die Vorbefeuchtung des Streugutes. Aber jetzt in dem Video geht es jetzt wirklich nur um das Flüssigkeitssystem, weil das ist natürlich auch interessant für die Sommernutzung. Wenn man jetzt Grünanlagen bewässern will, dann kann man natürlich jetzt hier diese Investition vom Winterdienst eben auch im Sommer nutzen. Man hat eben diese ganzjährige Nutzungsmöglichkeit. Das ist natürlich interessant. Und jetzt ganz aktuell im Zuge der Corona-Krise und Herausforderung, man kann natürlich mit diesem System auch Desinfektionsmittel ausbringen. Also man kann jetzt Flächendesinfektion mit dem Streuer machen, wenn man eben dieses Handsprühsystem dabei hat. Dann könnte man das eben auch benutzen, um eben Geländer, Zugangsbereiche, Parkbänke, Spielplätze und sowas zu desinfizieren. Und das wird wahrscheinlich ab jetzt eben auch einen großen Teil der Sommeranwendung darstellen. Und das ist natürlich für jeden Gebäudereiniger, der eben auch die Flächenräumung im Winterdienst macht, hochinteressant. So, ich fange jetzt damit an, hier einfach mal das Sohle-Mischgerät, den Brine-Mix hier vorzustellen. Der ist jetzt tatsächlich schon gefüllt, weil ich ja selber im Winterdienst fahre und ich mache das immer so, ich mische das erstmal an und wenn ich dann quasi leer bin, dann, dass ich eben schnell nachfüllen könnte. Genau, deswegen ist der jetzt schon mal randvoll. Also ich zeige jetzt einfach mit dem Brine-Mix, dann werden wir erst einmal den Streuer befüllen. Dann zeige ich die ganzen Ausbringungsmöglichkeiten und dann der Schlussteil wird dann sein, wie wir eben den nochmal frisch befüllen, wie wir dann eben die richtige Mischung machen. Genau, da gehen wir dann im Detail später drauf ein. Also das läuft jetzt erstmal so. Die Pumpe, die hier drin ist, da gibt es jetzt keinen An- und Ausschalter, sondern einfach nur ein- und ausstecken. Und jetzt stecke ich erstmal ein, damit der anfängt hier rum zum Wirbeln. Beziehungsweise schauen wir erst einmal rein, in welchem Zustand hier gerade meine Mischung von vor 4 Wochen ist. Also ehrlich gesagt, ich weiß gerade gar nicht mehr, wie lange das jetzt da schon drin steht. Kann auch sein, dass es Januar ist und jetzt haben wir April. Spielt eigentlich auch keine Rolle, weil ich mal hier rein. Genau, also es ist relativ klar, aber man sieht eben unten hat sich eine Schicht eben Salz abgelagert. Das ist eben das Problem, wenn es da eben zu lang lagert, dass es eben hier unten in dem Bereich natürlich dann sich wieder auftrennt. Ist jetzt auch die Frage, inwieweit das hier gesättigt ist, aber ja, das können wir eigentlich ja gerade nochmal messen, wie sich die Konzentration jetzt in dieser Flüssigkeit aufteilt. Also wahrscheinlich ist es hier oben weniger konzentriert als hier unten, wo eben die Salzschicht direkt ist. Aber das kann man eben auch direkt messen mit einem Refraktometer, was eben nicht im Lieferumfang enthalten ist, allerdings bei Amazon recht günstig zu haben ist. Genau, und das funktioniert eben so. Hier vorne kommt eben die Flüssigkeit, die wir eben mit einer Pipette entnehmen, drauf. Und dann wird es geschlossen und dann kann man eben hier durchschauen und ermitteln, welche Konzentration hier jetzt direkt vorliegt. Dann klappt man das hier runter. Dann ist einfach wichtig, dass es hier eben luftblasenfrei ist. Und dann gehe ich eben ans Licht und schaue hier durch. Okay, interessant. Also offensichtlich ist es immer noch maximal gesättigt, obwohl es jetzt eben unten auch abgesetzt ist. Das ist schon mal interessant. Ich stecke jetzt aber trotzdem die Pumpe mal an, damit sich das neu vermischt. So, da sieht man jetzt schön, wie sich das Ganze hier verwirbelt. Und der Punkt ist halt, es wird ja jetzt umgewälzt und das heißt eben, wir werden jetzt, die Pumpe pumpt das jetzt hier im Kreis. Wenn wir jetzt dann hier umstellen, das Ventil, dann pumpt es hier durch das Sieb eben raus. Je nachdem, wo unser Schlauch eben angesteckt ist. Jetzt in dem Fall wäre das dann hier oben in unserem... bei unserem Streuer hier. Das doppelwandige System wird eben hier befüllt.
So, genau. Also ich habe das ja jetzt eben quasi die Mischung schon vorbereitet. Das wird jetzt noch ein bisschen neu vermengt. Und ja, jetzt nehme ich eben das Schlauchsystem. Da muss ich eben nur diesen Deckel hier wegschrauben. Und dann dafür diesen Schlauch anbringen. So, also Schlauch ist angebracht, Pumpe läuft, jetzt muss ich nur das Ventil umdrehen, dass es eben von der Umwälzfunktion eben in die Auspumprichtung umgeschalten wird, das Ventil. So, also wenn es jetzt komplett leer wäre, 330 Liter, das ist ratzfatz voll. So, wir haben ja hier auf der Rückseite, beziehungsweise jetzt in Fahrtrichtung vorne auf der Seite vom Streuer eben diese Füllstandsanzeige und genau, die geht jetzt in 0, nix, sieht man dann, dass es voll ist. Und kurz bevor das eben maximal voll ist, dann müssen wir eben jetzt hier wieder umschalten bzw. ausmachen, dass das eben nicht überläuft. Also, der Streuer ist jetzt befüllt bzw. das integrierte Flüssigkeitsvolumen ist jetzt befüllt. Und das bedeutet eben, die Doppelwandigkeit wurde jetzt ausgenutzt. Wir haben ja jetzt noch die Option, also beim Ice Striker 550 entspricht ja diese interne Kapazität eben 330 Liter. Wenn man jetzt mehr Volumen braucht, zum Beispiel, weil man mit dem Sprühbalken arbeitet, wo man eben Flächen bearbeitet und damit eben natürlich mehr Flüssigkeit ausbringen kann und muss, dann würde die Option dann noch bestehen, dass man eben einen Zusatzsack hier reinbaut, um eben intern das Volumen auch noch mit Flüssigkeit nutzen zu können. Genau, und das wäre jetzt eben das Gebilde hier. Der hat hier auf der Unterseite eben diesen Schlauch. Und ja genau, den bauen wir jetzt hier mal rein, um das mal wirklich komplett zu zeigen, wie das funktioniert. So, als erstes müssen wir jetzt hier diesen Stöpsel rausmachen. Das ist hier einfach nur reingelegt und ich brauche hier einen Schraubenzieher, um es ein bisschen raushebeln zu können. So, den ziehe ich einfach raus. Das sorgt eben dafür, dass wenn wir hier eben Salz drin haben, dass es eben nicht wieder rausläuft. Aber hier ist jetzt der Durchgang eben für diesen Sack. Dann kommt dieses Brett rein mit diesem Schaumstoff auf der Oberseite, damit eben unser Entlastungsdach, das hier ein bisschen metall- und scharfkantiger sein könnte, eben unseren Sack nicht verletzt, kommt das hier eben als Ablage noch mit rein. So, dann führen wir als erstes natürlich den Schlauch hier durch. Dann hängen wir den Sack hier mit diesen Bändern an dieser Quertraverse auf. Hier könnte man eben dann später diesen Sack befüllen. So. Und hier unten ist ja jetzt eben dieser Schlauch rausgekommen und da ist ja das Gegenstück schon vorbereitet. Gut, und dann ist das System angeschlossen. Und jetzt kann man eben hier mit diesem Hebel zwischen diesem Spreader-Tank, also dem integrierten Tankvolumen, und diesem Bladder-Tank, also diesem inneren Zusatzvolumen, hin und her schalten. Genau, so. Wir starten mit dem Spreader-Tank, weil der natürlich jetzt befüllt ist. So, das Zusatztankvolumen ist jetzt integriert.
Das nächste, mit dem man diesen Steuer ausstatten kann, ist eben hier dieser Sprühbalken. Und der hat eben hier 5 Sprühdüsen und jeweils dabei 3 verschiedene Sprühköpfe. Und die kann man dann eben so immer so weiter drehen. Und dann könnte man eben alle gleich einstellen. Und auch hier an der Seite gibt es noch einen, wo man dann eben das Sprühbild nochmal erweitern kann, dass man eben eine breitere Fläche bearbeiten kann. Die kann man aber dann eben auch separat jeweils auf und zu drehen, wenn man das will. Genau, das wird eben auch mit einem Schlauch eben einfach angekoppelt. Da sind hier so Sicherungsstifte dabei. Und dann funktioniert das eben wie eben bei dem Zusatztank über diese Kupplung, wo man dann erstmal hier diese Hebel in die Einbauposition bringt. Dann wird ja das Gegenstück eingeführt, dann eben verriegelt und dann eben, das sind so Extender-Hebel, und dann wird es noch mit diesen Federsteckern gesichert. Genau, aber dazu müssen wir es erstmal jetzt mechanisch anbauen. Und das sind jetzt eben hier diese Verschlüsse, die ja einfach hier gezogen werden können. Und das Gegenstück hierzu ist eben oberhalb vom Streuteller an der Schütte. Und genau, bauen wir mal kurz an. So, jetzt erstmal hier schauen, dass diese Führung dran ist. Dann die Stifte links und rechts ziehen. Und dann eben einführen, bis es hier einrastet. Und damit ist es schon mechanisch verbunden. So, hier ist jetzt dieses Kupplungssystem. So, dann muss jetzt hier erstmal diese Hebel nach oben. Dann einführen und dann nach unten schieben. So, damit ist es schon verbunden. Und jetzt kommen halt noch diese Federstecker rein, die das Ganze eben sichern. Und fertig. So, da ich ja jetzt verschiedene Möglichkeiten habe, eben die Flüssigkeit auszubringen, gibt es wie auf der einen Seite wie die Quelle der Flüssigkeit, also zwischen dem inneren Tank und dem äußeren Tank, ein Ventil. Und das Ventil für die Ausgangsseite gibt es nämlich hier drüben auch. Weil ich kann jetzt hier natürlich zwischen meinem Schlauchsystem wählen, zwischen meiner Spraybar, also meinem Sprühbalken, oder eben für die Vorbefeuchtung, weil er hat ja hier drinnen am Ende der Förderschnecke, wenn eben Salz eben nach hinten gefördert wird und wenn es dann herunterfällt, dann kann man bei der Vorbefeuchtung eben das mit Sole noch besprühen, damit eben das Salz schon auf dem Boden landen kann und zerfließen kann. Und das müsste ich halt eben dann entsprechend hier auswählen, in welcher Stellung ich mich jetzt gerade befinde und was ich eben haben will. Es steht auf Handspray, oben wäre die Spraybar und hier unten Pre-Wet, also Vorbefeuchtung. Das funktioniert eben hier durch dieses Ventil. So, jetzt habe ich hier eine Schlauchtrommel, da kann ich ja jetzt eben 12 Meter Schlauch entnehmen. Bin da relativ mobil, also es rastet auch ein, also ich bin jetzt hier nicht immer auf Spannung. Und ja, so kann ich eben Zugänge behandeln. Also das ist halt ideal für Treppenstufen zum Beispiel oder den Eingangsbereich, wenn ich das dann eben haben will. Und dann habe ich eben 12 Meter Länge und kann dann da so in dem Radius arbeiten. Und da ist innen drin, ist jetzt die Pumpe aktiviert. Und dann ist es halt eben eine ganz normale Spritzpistole, wo ich dann halt hier über die Drehfunktion mein Sprühbild noch einstellen kann. Und dann halt noch hier auch dosieren könnte, ob ich viel Menge haben will oder nur wenig. Und genau, ich kann es halt noch arretieren, aber gut. Genau, also mit dem könnte ich jetzt schon mal auch desinfizieren. Damit kann ich dann auch natürlich auch Blumen gießen. Also das ist natürlich eine feine Sache. So, jetzt schauen wir mal auf den Sprühbalken um.
Genau, und da kann ich ja jetzt eben die verschiedenen Modi ausprobieren. Also ich kann ja jetzt, also jetzt ist es im manuellen Modus, deswegen läuft der volle Kanne. Aber ich kann halt auch wirklich einstellen, wie viel Milliliter ich pro Quadratmeter ausbringen will. Und dann wäre ja wieder diese GPS-Dosierfunktion möglich, die ja eben auch der tolle oder der große Vorteil ist von dem Streuer, wenn man eben Trockensalz ausbringt, beziehungsweise vorbefeuchtetes Streugut. Genau, und jetzt kann ich halt eben mir die verschiedenen Sprühbilder noch anschauen oder auswählen, je nach Bedarf. Ich nehme hier drüben noch was anderes ein. Ja. So, und ich kann natürlich ja auch die äußere Düse dazu schalten. Und dann haben wir hier natürlich ein viel breiteres Wirkungsfeld. Schauen wir uns das nochmal beim Menü an, beziehungsweise jetzt, wenn wir den Handsprüher benutzen wollen, dann gehen wir einfach auf Handsprüher. Da kann man jetzt dann eigentlich die Prozentzahl noch einstellen, aber in dem Bereich macht es auf jeden Fall Sinn, volle Kanne zu geben. Dann einfach auf Start gehen und genau, dann muss halt das Ventil hinten an der richtigen Stelle stehen, damit das eben mit dem Handsprüher, mit dem Schlauchsystem funktioniert. Genau, das ist das Einfachste. So, wenn man jetzt hier normal sein Streugut hat und dann eben in den Streumodus geht, dann ist ja hier eben der Streuteller mit Wurfweite und Förderleistung, und dann könnte man eben hier jetzt die Vorbefeuchtung auswählen, dass er eben entsprechend der Einstellung, die man hinterlegt, das Streugut besprüht, wenn es durch die Schütte fällt. Aber in dem Fall wollen wir ja uns eigentlich anschauen, wie der Sprühbalken funktioniert, und in dem Fall müsste man über Einstellungen bei Befeuchten hier den Sprühbalken aktivieren. Also wir haben jetzt hier Vorbefeuchten, Haken dran, Handsprüher und Sprühbalken. Und wenn jetzt der Sprühbalken auf aktiv ist, genau hier noch nebenher bemerkt, ist jetzt die Vorbefeuchtungsgrundeinstellung, dass eben das Verhältnis 30% ist. Also 70% Streugut, 30% Flüssigkeit. Aber jetzt das nur am Rande bemerkt. Das könnte man dann hier eben nochmal einstellen, aber wir wollen, wie gesagt, uns um die Sachen hier oben kümmern. Und wenn jetzt hier der Sprühbalken, der Haken aktiv ist, dann ist es nämlich so, wenn ich jetzt hier in den Manuell- oder den Automatik-Streumodus gehe, dann habe ich denn nicht mehr den Streuteller mit Wurfweite und auch nicht hier die Fördermenge, sondern dann ist es nur noch die Liter pro Minute Angabe. Und genau, die geht von 0 bis 13,1, also hier wäre ich jetzt auch auf Maximum. Und im manuellen Modus, wenn ich jetzt hier auf Start gehe, sprüht es direkt los. Alternativ kann ich jetzt hier direkt zum Automatikmodus wechseln, wo wir dann eben abhängig von unserer Fahrzeuggeschwindigkeit hier unsere Millimeter pro Quadratmeter dosieren kann. So, und da wir jetzt stehen, bringt da jetzt natürlich auch nichts aus. Genau, das wäre jetzt, wenn wir jetzt eben eine Fläche behandeln wollen, also entweder im Winter mit Sole oder wenn wir jetzt tatsächlich eine Flächen Desinfektion machen auf der Straße oder in einem Straßenbereich, oder aber wenn wir jetzt im Bewässerungsmodus wären, also wenn wir jetzt quasi bei Baustellen zum Beispiel, im Sommer ist es ja oft so staubig, da könnte man diesen Streuer dann auch benutzen, dass man eben einfach die Staubbildung einschränken kann. Da wäre das vielleicht auch, also da wäre der Modus dann auch ganz gut, je nach Fahrzeuggeschwindigkeit, dass er dann eben hier das Wasser ausbringt. Jedenfalls, dass man hier das eben mit der GPS-Dosierung machen könnte. Man kann aber auch hier eben direkt zurückgehen, und so funktioniert das eben mit dem Sprühbalken. So, der Brine-Mix ist jetzt noch ein bisschen über halb voll mit dieser fertigen Mischung, die bisher gut war. Also das ist quasi das, was zuletzt eingefüllt wurde. Genau, das heißt, jetzt tun wir wieder frisches Wasser ergänzen. So, das soll jetzt erstmal reichen.
zwar, ich benutze hier immer CD-Sites, also das ist schön fein. Und das löst sich natürlich dann schnell auf, wenn ich das jetzt dann hier reinkipp. Anscheinend kann man auch gröberes Salz benutzen. Das Problem ist nur, das dauert halt lang, bis es sich auflöst. Und das nächste Problem ist, dass es die Leitungen auch verstopfen kann. Also ich habe das mal ausprobiert. Das hat bei mir nicht gut funktioniert. Und hier mit dem feinen Siedesalz, da kann man das schön dosieren. Und es löst sich schnell auf. Und hat man eben schnell seine Mischung und kann gleich loslegen. So, das lässt jetzt eine Weile umrühren und dann nehmen wir eben eine Probe mit der Pipette. Und träufeln das wieder auf unser Refraktometer. Genau, und ich nehme da ja immer die maximal mögliche Sättigung und die haben wir jetzt tatsächlich schon wieder erreicht, weil das hier davor schon so übersättigt war. Es hat sich auch ein bisschen was abgelagert gehabt vom letzten Mal. Also es war wirklich mehr Salz drin, als wirklich von der Flüssigkeit aufnehmbar war. Ja, wenn das jetzt komplett frisches Wasser gewesen wäre, dann sind es meistens so 4 von diesen 25 Kilo Säcken, um eben diese minus 18 bzw. minus 20 Grad in etwa Gefrierpunkt zu erreichen. Und ja, ich schaue halt immer, dass es eben dieses maximal mögliche ist, was eben mischbar ist, damit, wenn ich das eben ausbringe und es regnet drauf oder es schneit drauf, dann verdünnt sich ja quasi unsere Konzentration und damit senkt sich ja dieser Gefrierpunkt herab. Also wenn ich jetzt auch nur auf minus 10 gehen würde und es hat eine relativ viel Flüssigkeitsmenge, die dazukommt, dann kann es halt sein, dass es so dünn ist, dass man eben dann schon wieder in den Bereich kommen, wo es dann gefriert. Also es kommt ja immer auf die Bedingungen drauf an. Aber ja, ob ich jetzt hier 4 oder 3 Säcke rein tue, ist für mich jetzt finanziell egal. Mir ist einfach nur wichtig, dass wenn ich das ausgebracht habe, dass die Stellen dann safe sind. Also ich mache ja hier, also in erster Linie mit der Sohle, so Zugänge, so Treppenstufen und den Eingangsbereich bei Supermärkten, wo eben viel Kundenfrequenz ist. Und da möchte ich natürlich, dass es mega safe ist natürlich. Und der andere Vorteil ist natürlich, dadurch, dass ich hier Sohle ausbringe in diesen Eingangsbereichen, wird auch eben wenig grobes Salz in den Eingangsbereich, in die Firma, in diese Läden reingetragen. Und damit haben die auch in der Firma weniger Probleme mit Verschmutzung. Und das ist natürlich eine erhöhte Kundenzufriedenheit. So, jetzt sieht man es glaube ich ganz gut. Dieser weiße Bereich und oben dieser blaue Bereich, das ist jetzt eben, wo man ablesen kann, was jetzt der Gefrierpunkt unserer aktuellen Mischung ist. Und ja, maximale Sättigung würde ja eben hier diese 20 Grad, minus 20 Grad bedeuten. Jetzt ist ja unsere Skalierung 25, 20, 15 und eben weiter so runter. Das heißt, wenn es maximale eben minus 20 Grad wäre und wir jetzt aber jetzt beispielsweise bei 20 wären, also 4 Fünftel von minus 20 Grad, dann sind wir jetzt eben bei minus 16 Grad. Genau, und ich versuche halt immer maximal zu nehmen, wie gesagt, um eben bei einer Mischung mit dem Niederschlag dann trotzdem noch weit weg zu sein von der vorausgesagten Tiefstemperatur, also wenn angekündigt ist minus 5 Grad. Und es haut halt eben nicht nur überfrierende Nässe hin, sondern eben Schnee. Dann brauche ich natürlich eine höhere Konzentration in meiner Sohle, als eben, wenn es nur überfrierende Nässe wäre. Und ich arbeite immer quasi mit maximaler Sohle, dann brauche ich da mir keinen Kopf machen und nicht neu immer mischen.